Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Daily Challenge hier bei Rayman Legends, und es geht mal wieder in den endlosen Abgrund und wir müssen 1100, ja irgendwas Meter, ich sehe es leider immer in meiner Vorschau nicht so gut, während ich hier einspreche, und ich kann euch sagen, also die Winde, die wir jetzt hier am Anfang sehen, und das ganze Level ist eigentlich mit Winden durchsät, die ganze Zeit nur Daumenwinde hier, es ist wirklich, und wenn ihr damit eigentlich umgehen könnt, dann sollte das alles kein Problem sein. Auch die Goldgrenze ist heute eigentlich nicht schwierig zum Erreichen, aber die hat es deutlich in sich. Da braucht man ein paar Mal, bis man sich daran reingewöhnt hat. So, ja, ansonsten bis dahin zum Kommen ist es eigentlich echt nicht schwierig, und ich kann es euch auch empfehlen, euch heute die Challenge anzuschauen. Gerade hier die Augen, die jetzt hier am Anfang kommen, sind wirklich einfach. Ich dachte, vielleicht kommt später nochmal eine schwierigere Version da davon, aber die sind wirklich einfach gehalten. So, hier schon die nächsten Winde, dieses Mal die Seiten, hier die nächsten Augen, auch alles noch kein Problem, die sind alle weit genug auseinander, also wirklich kein Problem. Und ja, hier am Anfang halt eben zum Sterben ist wirklich schwierig, da muss man sich schon anstrengen. Oder halt eben ein bisschen Brain AFK sein. Gut, hier geht's weiter runter. Hier kommen die Klatscher. Da hat's außen. Na gut, hier darf man dann langsam sterben. Mit dem Teil am Anfang, da, ja, kommt man halt eben manchmal dann auch nicht ganz so zurecht. So, jetzt hier weiter runter. Und hier kommt schon das erste Windrad. Da gehen wir ganz vorsichtig durch. Hier an der Seite vorbei. Dann hier wieder auf den Bumper. Auch mit Windunterstützung. So, hier ganz vorsichtig runter. Jetzt hier der erste Ring. Diese Variante kommt zweimal bei dem ganzen Teil. So, hier vorsichtig durch. Kann ja mit den Winden hier auch wirklich. Dann hier die zweiten Ringe. Einmal durch. Zack. Drüber. Und weiter runter. So, jetzt hier einmal durch. Jetzt kommt hier einmal ein Seitenklatscher. Auch der einzigste, den ich jetzt so bisher gesehen habe. Dann hier wieder das nächste. Und wir sind schon bei 1000 Meter. Und jetzt kommt demnächst dann gleich die Grenze. So, hier kommen noch die Seile. Ganz vorsichtig, ganz wenig Zeit auf den Seilen bringen. Und das hier ist jetzt heute die Goldgrenze. Und ihr seht schon warum. Also gerade diesen Wechsel hier, den am Anfang zum Schaffen, gerade wenn man noch auf so einem Silber- oder fast Goldniveau ist, ist natürlich sehr, sehr eklig und nicht leicht zum Schaffen. Wenn ihr den allerdings geschafft habt, dann seht ihr schon in, ja, Top 20, würde ich ungefähr sagen. Gut, gehen wir hier weiter runter, ganz vorsichtig. So, hier kommt jetzt ein Sprungklatscher. Das heißt, hier einmal direkt schlagen, damit wir halt eben die Seitengeschwindigkeit verlieren, und dann direkt einen Propeller einsetzen, dann ist es auch wieder kein Problem, haben wir geschafft. Und hier wieder die nächsten Winde, gleiches Spiel nochmal. Wir gehen ganz vorsichtig durch, immer drücken, drücken, springen, fallen lassen, und dann ist es eigentlich auch, ja, nach ein bisschen Übung zum Schaffen. Also, und ja, in den letzten Daily Challenges hatten wir hier schon ein bisschen die Möglichkeit dazu, das Ganze zum Schaffen. Jetzt wieder ganz knapp nach dem Ende direkt runter. Jetzt hier seitlich auf den Bumper und gleich wieder einen Propeller aktivieren. Hier nehmen wir den linken Rand, da kann uns eigentlich auch fast nichts passieren. Das gleiche wieder. Ausseil, ganz knapp drunter und direkt den Propeller aktivieren. Jetzt nochmal hier das gleiche Spiel. Zack, rüber und direkt einen Propeller. Und ganz schnell nach links drüben, damit wir hier an die optimalen Stellen kommen. Das ist auch die einzige Stelle, wo wir die Looms eigentlich richtig gut einsetzen können. So, hier wieder die Seile, das heißt, möglichst kurz auf den Seilen bleiben, damit wir nicht zu viel Seitengeschwindigkeit bekommen. Hier wieder runter. Und ihr seht, da wird es jetzt eigentlich wirklich wieder recht einfach. So, wenn wir das hier an der linken Seite sehen, dann wissen wir, jetzt kommen die wieder die Schwinger. Das heißt, hier kleiner Sprung, großer Sprung, zu später Sprung. Habe ich ja schon öfters jetzt hier erwähnt. Gut, jetzt kommt hier wieder die Zwicker, die können wir auch schaffen. Und das hier ist, nein, noch nicht die Stelle. Jetzt kommt hier wieder der Darmtrakt. Ganz vorsichtig durch, möglichst schön immer in der Mitte halten. So, kein Problem, schaffen wir schön. Hier wieder ein Windrad. Gehen wir ganz vorsichtig durch.
Den hier probieren wir auch ganz vorsichtig. Und hier hat es mich jetzt erwischt. Da hätte ich jetzt den Propeller nochmal aktivieren sollen. Ansonsten war eine schöne Runde. 1746 Meter, das ist eine schöne Zahl. Ich muss mal gucken, ob das ein neuer Rekord in dem Level ist. Aber Rang 9 von 268, das kann man sich eigentlich auch lassen. Viertbester Deutscher, beziehungsweise ja, Jones, der ist natürlich unerreichbar mit seinen 6 Kilometern. Aber ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir was gebracht hat, darfst du auch gerne ein Like hinterlassen. Und ja, dann sehen wir uns morgen zur nächsten Daily Challenge, beziehungsweise morgen gibt es auch wieder die Weekly Challenge. Auf die freue ich mich auch schon. Gut, bis dann. Ciao, ciao und bis morgen. Tschüss.